Held der Marine, Vizeadmiral, Vater des meistgesuchten Mannes der Welt und Opa des zukünftigen Königs der Piraten. Natürlich ist in diesem Video die Rede von Monkey die Garb. Und Monkey die Garb, das ist, Leute, heute mal ein richtiger Banger. Das ist ein richtig krasser Charakter, wo es sich wirklich lohnt, die gesamte Primetime mal ein bisschen aufzurollen. Denn Garb ist in der Marine neben Sengoku und Kong in der damaligen Zeitspanne das absolute Frontline-Monster der Streitmacht der Marine gewesen. Also ein Powerhouse, was jenseits von Gut und Böse ist und auch im hohen Alter immer noch war. Und diese beiden Personen, also er in Kombination mit Sengoku, haben die gesamte damalige Streitmacht der Marine extrem geprägt. Das wird sogar auch schon direkt in Kapitel 594 erwähnt, als sich beide, also sowohl Garb als auch Sengoku, so ein bisschen zurückgezogen haben aus ihren Positionen, dass das eine enorme Lücke in der Marine aufweist, beziehungsweise natürlich Einfluss auf das gesamte Konstrukt hat. Und deswegen geht es im heutigen Video um den Vizeadmiral Monkey D. Garb. Man muss auch an der Stelle sagen, der Vizeadmiralsposten wirkt im ersten Moment vielleicht für die Leute als Indiz der Schwäche. Er ist ja nur Vizeadmiral. Es gibt ja noch den normalen Admiral, es gibt noch den Großadmiral, es gibt auch noch den Anführer der Streitmächte selbst, nämlich Kong an dieser Stelle. Und so wird ja ganz klar signalisiert, okay, hier sind noch viele Hierarchien und Positionen, die Garb übergeordnet sind. Aber wir haben bereits durch verschiedenste Quellen und beispielsweise auch durch Sengoku und Co. bestätigt bekommen, dass er die Position des Admirals der Marine mehrfach ablehnte. Das heißt, es hat in keinster Weise jemals an der Qualifikation, an der Stärke oder sonst irgendwas gemangelt, zu keiner Zeit, sondern er hat es bewusst abgelehnt, weil der Admiral direkt den Himmelsdrachenmenschen unterstellt ist und er dieses größere Konstrukt der Weltregierung in dem Sinne nicht unterstützen wollte und ist deswegen bewusst im Vizeadmiralsposten geblieben. Das muss man ganz klar mit berücksichtigen. Wie prägend diese Primetime von Monkey D. Garb war und wie heftig dieser Charakter eigentlich ist, kriegen wir an dieser Stelle direkt aufs Auge gedrückt vom wohl heftigsten Pendant als Charakter, den man sich vorstellen könnte, nämlich den Piratenkönig Goldie Roger. Wir könnten hier sogar das gleiche Zitat nehmen, was wir auch im Video über Sengoku genommen haben. Im Video über Sengoku habe ich das Ganze auch schon gesagt und man kann es natürlich auch auf Garb übertragen, denn in den legendären Kampf, als die Roger-Piraten auf die Whitebeard-Piraten getroffen sind, sagte Roger sowohl im Anime als auch im Manga, dass, wenn man ihn schnappen wollen würde, schon Garb oder Sengoku schicken muss. Am Anfang wurden Marinesoldaten geschickt, er hat sie entsprechend fertig gemacht und hat gesagt, dass die anderen Zeit verschwenden sind und man müsste Garb oder Sengoku schicken, wenn man ihn fassen möchte. Und so wie es bei Sengoku natürlich ein klares Indiz ist, dass er extrem heftig ist und theoretisch dazu in der Lage wäre, unter gewissen Umständen gegen Roger vorzugehen, gilt das gleiche natürlich an dieser Stelle für Garb. Und wir wissen, dass Roger ein absolutes Powerhouse ist, was jenseits von Gut und Böse ist. Das heißt, hier ist schon mal ganz klar eine Einordnung zu treffen. Okay, dieser Charakter ist verrückt stark in Bezug auf Monkey D. Garb. Nach Rogers Aussage ist das Ganze sogar noch ein bisschen weiter ausgedehnt. In Kapitel 431 erfahren wir, dass der Primetime Garb in seiner aktiven Amtszeit mehrfach auf dem Primetime Roger zu seiner aktiven Zeit getroffen ist, also es mehrere Konfrontationen gab. Und jetzt könnte man sagen, okay, hier handelt es sich lediglich um die Aussage von Hörensagen, Marinesoldaten, Legenden etc., aber das Ganze wird sogar richtig bestätigt. Man könnte diese Aussage von 431 wieder komplett vergessen und in Klammern setzen und wirft mal einen Blick in Kapitel 551. Hier bestätigt Roger, dass er und Garb sich gegenseitig mehrfach fast umgebracht haben und er damit natürlich Garb in ein Stärkeindiz packt, was ganz klar, without a doubt, auf Augenhöhe mit Roger ist. Er erwähnt es hier ganz klar, er vertraut Garb natürlich, weil sie auf Augenhöhe sich bewegen, aber er sagt, dass sie sich gegenseitig mehrfach fast umgebracht haben und das zeigt, ob man es jetzt hören möchte oder nicht, dass der König der Piraten auf einer Stufe steht mit Monkey D. Garb. Und es ist eigentlich ein perfekter Schlussstrich, könnte man schon fast sagen, um diese Stärke einzuordnen. Das machen wir natürlich in diesem Video nicht. Wir gehen alle Indizien zu, die wir komplett haben, aus Manga, aus Anime, aus FPS etc. pp. Wir sprechen die komplette Stärke durch, aber nur damit wir hier an dieser Stelle schon mal eine ganz klare Einordnung haben. Stellen wir also klar, was andere Charaktere noch über Roger sagen, also welche Faktoren untermalen zusätzlich diese heftige Stärke, die auf Monkey D. Garb zutrifft. Zuallererst natürlich auch noch, dass er an der Seite mit Roger
Roger, die furchteinflößendste Crew in der Geschichte der gesamten Welt, nämlich die Rocks-Piraten im God Valley-Vorfall, zerschlagen konnte. Die genauen Umstände diesbezüglich kennen wir noch gar nicht, aber wir wissen, wie heftig diese Crew ist. Da ist ein Whitebeard, da ist ein Kaido, da ist eine Big Mom, da ist ein Shiki, da sind noch so viele andere krasse Charaktere und natürlich der Anführer dieser Fraktion, und zwar Rocks die Sebek selbst. Und Roger und Garp haben gemeinsam diese Crew zerschlagen. Wir wissen natürlich, dass die Parteien größtenteils gut weggekommen sind. Beispielsweise Whitebeard und Co. haben ja danach noch eine prägnante Zeitepoche und Ära geprägt, ganz klar. Trotzdem muss man es auf jeden Fall mit ins Portfolio aufnehmen. Dann wird in Kapitel 1087 nochmal ein richtiger Banger rausgehauen. Und zwar kennen wir alle inzwischen die Cross-Gilde, angeführt, so gesehen, von Buggy, aber natürlich hauptsächlich geführt oder geprägt durch Sir Crocodile und natürlich Mihawk an dieser Stelle. Und sie setzen Kopfgelder auf Marinesoldaten aus. Die Kopfgelder variieren natürlich, je nachdem wie krass der Marinesoldat ist. Und so kriegen Admirale in One Piece, in der Cross-Gilde, ein 3-Sterne-Kopfgeld, was 3 Milliarden Berry entspricht. Man darf jetzt auch nicht diese 3 Milliarden auf 3 Milliarden Piraten-Kopfgelder übertragen, das heißt sagen, okay, das ist dann so krass wie bei Eustace Kidd oder bei Trafalgar die Waterlore. Das ist nicht der Fall, weil wir reden hier davon, dass Piraten die Möglichkeit haben, reich zu werden, indem sie Marinesoldaten ausschalten. Das ist was ganz anderes wie die Weltregierung, die unendlich hohe Ressourcen hat. Die können natürlich viel höhere Kopfgelder für verhältnismäßig schwächere Gegner aussetzen. Das ist da gar kein Problem. Das heißt, ein 3-Sterne-Kopfgeld ist beyond crazy und wird nur auf Admirale der Marine, also Kizaru, Fujitora, Greenbull und Co. ausgesetzt. Aber auch ein alter Monkey, die Garp, bekommt ein 3-Sterne-Kopfgeld analog eines normalen, aktiven Admirals. Und das zeigt auch nochmal, dass für diese Cross-Gilde Garp genauso einen Stellenwert hat wie ein normaler Admiral. Obwohl er alt ist, obwohl er schon fast aus dem aktiven Geschehen sich zurückgezogen hat, nur ein Vize-Admiral ist, das spielt alles keine Rolle. Er steht hier sogar auch auf einer Stufe mit einem aktiven Admiral. Auch nochmal eine klare Faktorie, die man mit unterstreichen muss. In Kapitel 719 geht es dann sogar nochmal weiter. Und zwar hat Garp hier einen berühmten Piraten in seiner Primetime mit nur einen Haki-Punch sofort gewone-shottet und sogar fast getötet. Und dieser Charakter ist sogar noch bekannt für sein Haki an dieser Stelle. Die Rede ist vom guten alten Don Jinjao. Man muss auch sagen, Don Jinjao auch so ein bisschen gelitten durch die Dressrosa-Kolosseum-Situation, dass ein Ruffy ihn da an dieser Stelle besiegt hat, nur mit dem Einsatz von Gear 2 und Gear 3. Aber Don Jinjao war in seiner Primetime ein berüchtigter Pirat und er war auch bekannt für sein starkes Haki. Und hier natürlich nochmal zu untermauern, okay, Garp war in der Lage, mit einem Schlag diesen Fass zu töten und sein starkes Haki sofort zu kontern, untermalt nochmal, was Garp überhaupt für ein Monster ist, das hier einen Schlag ausreicht. Das untermalt Don Jinjao sogar nochmal. In Kapitel 708 sagt er, dass jeder Pirat zu dieser Zeit Garp als Teufel angesehen hat. Und das ist ja auch so ein bisschen die Thematik, die etc. pp. Wie wirkt sich das Ganze aus? Weil Garp natürlich als die einer der wenigen Marinecharaktere ist oder ich sag mal das Alleinstellungsmerkmal an dieser Stelle. Und trotzdem repräsentiert er dieses die dann in Anführungsstrichen trotzdem wieder. Aber auch das natürlich noch ein kleines Indiz, was wir mit reinnehmen können. Und generell muss man sagen, dass sehr, sehr viele Piraten, Legenden, Marinemember etc. immer wieder ein Äquivalent zwischen Roger und Garp darstellen und er sogar ohne Teufelsfrucht in der Lage ist, einfach nur mit seinem Haki fast alles andere zu übertreffen. So wie Roger es in der Piraterie geschafft hat, alles andere zu übertreffen, schafft es Garp in der Marine auch. Man muss ja auch bedenken, dass eigentlich die Hauptakteure der Marine sich durch heftige Teufelsfrüchte auszeichnen. Bei den 5 Weisen und Imstermal sehen wir schon so Geschöpfe, die auf Teufelsfrüchte deuten lassen, auch wenn wir den genauen Ursprung noch nicht kennen. Die Admirale zeichnen sich auch immer durch starke Teufelsfrüchte aus. Seien es die OG-Admirale Kizaru, Kusan und Akainu natürlich an der Stelle mit ihren heftigen Logia-Früchten oder auch später einen Fujitora und einen Greenbull. Die haben alle heftige Teufelsfrüchte. Auch Sengoku mit seiner mystischen Zoan-Frucht Modell Buddha, die einen Gott repräsentiert, da sind richtige Powerhäuser, die absolut overpowerte Teufelsfrüchte haben und irgendwo dazwischen einen Garp, der in seiner Primetime keinen davon, auch nur im Ansatz 1% hinterherhängt, sogar ein Akainu an dieser Stelle nicht und trotzdem all das ohne Teufelsfrucht, nur mit starken Haki. Und demnach kommen wir jetzt auch zu seinen Fähigkeiten, zu seiner stärketechnischen Einordnung. Und hier gibt es natürlich ganz klare Faktoren, die wir hervorheben müssen, und zwar die physische Stärke in Kombination mit seinem Haki. Garp ist also wie Roger auch ein absolutes
Haki-Monster und konnte jeden Gegner nur mit diesem Haki bezwingen. So wie wir es ja gerade mit der Dongen-Zhao-Situation widerspiegeln konnten. Und auch im hohen Alter von 76 Jahren konnten wir beispielsweise auch sehen, wie er beispielsweise ein Marco, also die rechte Hand des Kaisers Whitebeard auf dem Marinefort mit auch nur einem Schlag überwinden konnte. Das heißt, was Kizaru mit mehreren Tritten oder auch ein Akainu mit seiner Magma-Faust bei Marco nicht geschafft hat, hatten Monkey D. Garb mit 76 Jahren mit einem Schlag ohne weiteres geschafft. Und das zeigt auch nochmal, dieser Charakter ist crazy overpowered. Wir reden hier nur von rein physischen Kräften. Und warum rein physische Kräfte? Gehen wir nochmal in Kapitel 1087. Hier sehen wir nämlich eine Szene, die komplett verrückt ist. Garb trainiert. Und was macht er da an dieser Stelle? Er trainiert, indem er mit seinen Fäusten Kriegsschiffe zerstört. Kriegsschiffe der Marine, wo andere höhere gestellte Charaktere schon Nasenbluten bekommen, wenn sie auf dem Meer einfach nur zwei, drei Schiffe von der Marine sehen, die auf dem Weg zu ihnen sind, kriegt Monkey D. Garb das als Training vorgesetzt. Er schlägt ohne Haki Kriegsschiffe der Marine kaputt. Als tägliche Trainingsroutine. Das muss man sich mal geben. Er stellt es sich sogar als Challenge, kein Haki zu benutzen und zerstört ganze Schiffe mit einzelnen Punches. Das untermalt komplett, was für ein Stärkemonster wir hier haben. Nehmen wir die Situation mit Marco rein, nehmen wir die Situation mit Dongen Zhao rein und vielen anderen Kontraktionen natürlich, dann wird hier ganz klar, okay, rein stärketechnisch ist dieser Charakter verrückt overpowered und steht auch zum Beispiel einem Burgess, der ja sogar die Stärkefrucht der Blackbeard-Piraten hat, in keinster Weise nach. Der sieht wie ein Häufchen Elend im Vergleich aus, wenn man es sogar so darstellt. Obwohl er natürlich seinen Fokus logischerweise darauf hat. Wenn Garb dann natürlich auch noch Haki reinpackt, ist er mit fast 80 Jahren immer noch verrückt overpowered. Und hier geht es natürlich um die Zusammenkunft zwischen Monkey D. Garb und Kusan und natürlich auch den verbleibenden Blackbeard-Piraten. Man würde hier meinen, okay, wir haben einen ehemaligen Admiral Kusan, der konnte sich 10 Tage auf Augenhöhe mit Akainu fetzen. Da hat Garb schon alleine gegen den keine Chance, des Alters wegen. Aber nein, da sind auch noch weitere Blackbeard-Soldaten. Da sind auch noch Umstände, die Garb natürlich emotional und in seiner Kampftaktik beeinflussen. Und trotzdem zeigt er einfach mal, was passiert, wenn der Mann einen Haki-Punch rausholt. Ein Haki-Schlag reicht hier aus, um ganze Landstriche den Erdboden gleich zu machen. Und das ist verrückt overpowered. Dieser Galaxy Impact ist ein klares Zeichen und ein klarer Wink an alle, die sich dachten, okay, ist ein Garb auf Marinefort beispielsweise überhaupt in der Lage gewesen, einen Akainu zu töten, als er sauer war auf diesem, weil er Ace getötet hat? Das ist für viele immer ein Mysterium gewesen. War Garb in der Lage, theoretisch überhaupt was gegen Akainu zu unternehmen? Ja, war er. Ob er ihn hätte töten können in einem All-Out-Kampf, sei mal dahingestellt. Es geht nur darum, hätte er wirklich was unternehmen können? Ja, hätte er, ohne Frage. Sein Durchhaltevermögen und seine Schmerztoleranz sind an dieser Situation sowieso auch nochmal komplett over the top und könnten auch mit in die physische Stärke mit reingezählt werden. Und kommen wir demnach auch ein bisschen mal zum Haki an sich. Und das Haki ist natürlich auch bei ihm eine krasse Sache. Über Rüstungshaki haben wir gerade schon gesprochen. Es ist mit das stärkste Rüstungshaki, was wir in der gesamten One Piece Epoche jemals gesehen haben. Selbst Charaktere, die das als signifikantes Merkmal hatten, Garb übertrifft jeden einzelnen davon. Dann Observationshaki. Und hier wird es jetzt ein bisschen spannend. Man würde eigentlich meinen, okay, Observationshaki hat man nicht so viel gesehen. Man hat dann aber gesehen, dass er die Blackbeard-Piratenangriffe immer wahrnehmen und kontern konnte. Das heißt, was andere Nutzer, die auch Observationshaki haben, wie beispielsweise Corby an dieser Stelle, nicht gemerkt haben, hat Garb sehr wohl wahrgenommen und gemerkt. Das sieht man an dieser Stelle. Das heißt, er hat ein starkes Observationshaki, das lässt sich nicht abwenden. Aber jetzt kommt es sogar noch krasser. Wenn man in die Epoche geht, wo Corby sein Observationshaki erstmalig wahrgenommen hat, wurde ihm geraten, dass er sich an Garb wenden soll, damit Garb ihn beibringen kann, wie er diese Technik des Observationshakis meistern kann. Und das hebt Garb schon direkt in die höchste Stufe, auch im Bereich des Observationshakis. Denn Haki zu schulen, und hier geht so ein bisschen das Argument, was man auch bei Silver's Rayleigh anwendet, das ist ja nochmal eine andere Sache und eine Technik zu meistern sowieso nochmal was ganz anderes. Und das heißt, dass Garb hier so ein bisschen die Kontraktion zu Silver's Rayleigh ist, der ja auch alle Haki-Arten auf allerhöchstem Niveau beherrscht. Das haben wir ja erst im letzten Video dieses Formats besprochen. Und hier gilt das Gleiche für Garb. Er wird sogar entsprechend herauskristallisiert als Mentor, den man dafür kontaktieren sollte. Und
Und jetzt das Königshaki. Und das Königshaki ist natürlich nochmal eine speziellere Sache. Es ist nie offiziell bestätigt worden, dass Garb Königshaki hat. Es ist aber natürlich sehr naheliegend. So wie Ace Königshaki hat und Roger als sein Vater auch. Ruffy hat auch Königshaki und sowas. Das heißt, man kann schon sehr stark davon ausgehen, dass Garb auch Königshaki hat. Und jetzt gibt es ja nicht, wie bei Sengoku beispielsweise, einen Databook-Eintrag, wo Oda sagt, okay, hier Leute, in mein Databook, ich sag euch mal, Sengoku hat Königshaki. Und zack, ist das Ganze bestätigt und es gibt hier keine größeren Fragen, die man mehr stellen muss. Aber man muss sagen, dass eigentlich im Kampf gegen die Blackbeard-Piraten die klaren charakteristischen Anzeichen für Königshaki gezeigt wurden, und zwar für das erweiterte Königshaki. Diese bestimmte Art, wie Oda in seinem Manga Blitze darstellt, um zu symbolisieren, okay, hier wird gerade Advanced Königshaki eingesetzt, die sieht man bei Garb auch im Kampf gegen die Blackbeard-Piraten, beziehungsweise vorzugsweise im Kampf gegen natürlich Kusan an dieser Stelle. Und trotzdem muss man auch sagen, es ist ja auch nur logisch, wenn ein Charakter mehrmals in der Lage war, Roger fast zu töten und Rogers, ja, signifikantes Ausrufezeichen, auch so wie es Kaido beschrieben hat, lediglich sein Haki war und sein heftiges Haki, sein heftiges Königshaki, was man ja auch im Clash gegen Whitebeard gesehen hat und sowas, dann wäre es Quatsch, davon auszugehen, dass Garb kein Königshaki beherrscht. Es würde in keinster Weise Sinn ergeben. Das heißt für mich, Königshaki natürlich schon fast wie eine bestätigte, ja, wie eine bestätigte Sache, die man hier mit reinziehen kann. Und schlussendlich könnte man auch noch andere Aspekte mit reinpacken, beispielsweise Führungsstärke. Ich meine, er ist ein Vizeadmiral, er hat eine Mentorenposition, so wie Silvers Rayleigh, führt aber auch verschiedene Streitmächte an, hatte sogar den damaligen Admiral Kusan unter seine Fittiche genommen und diesen ebenfalls ausgebildet. Das muss man sich ja auch nochmal geben. Er hat sogar einen zukünftigen Marineadmiral ausgebildet, von Corby mal ganz zu schweigen, der natürlich auch irgendwann mal hohe Positionen erlangen wird. Und aus Marineperspektive ist er wohl derjenige, der den Titel GOAT abkriegen würde, wenn man darüber sprechen würde. Denn dieser Charakter ist in seiner Primetime ein absolutes Monster gewesen. Und das meine abschließenden Worte in diesem relativ langen, umfassenden Video zu Monkey D. Garb. Aber er verdient sie auf jeden Fall, weil bei Garb muss man sagen, den sollte man nicht unterschätzen. Absolut underrated. Eins der größten Powerhäuser überhaupt und wohl das Aushängeschild der damaligen Zeit für die Marine und Weltregierung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen super schönen Tag, Leute. Wenn ihr weiterhin Bock auf dieses Format habt, lasst ein Like da, haut ein Abo rein. Ihr verpasst keine zukünftigen Parts. Hier sind noch eine ganze Menge Videos in dieser Art in der Zukunft geplant. Seid gespannt drauf, da kommt noch cooler Scheiß auf euch zu. Also supportet das Ganze, wenn ihr Bock habt. Ich bedanke mich dafür. Wünsche euch noch, wie gesagt, einen super schönen Tag. Haut rein. Ciao.